Thomas Evers, einer der ersten unabhängigen Abfüller in Deutschland und einer, der von Anfang an ein bisschen aufs Anderssein gesetzt hat mit dem, was er gemacht hat, sei es jetzt mit Malts of Scotland oder später dann auch mit die Westphalian. Fangen wir mal an, über Malts of Scotland zu reden. Wie hat denn das eigentlich angefangen bei dir? Oh, angefangen. Angefangen hat alles in einer späten, dunklen Nacht im Juni 2005. Ich habe eigentlich nur lange abends am Schreibtisch gesessen, habe gearbeitet und irgendwie hatte ich auch als Genießer halt immer schon Scotch Whisky getrunken und probiert. Und dann hatte ich eine Flasche vom 10-jährigen Buchladdie. Und in dieser Flasche vom 10-jährigen Buchladdie hatte Jimmy June damals einen kleinen Flyer, wo man Fässer kaufen konnte. Und da ich schon einiges probiert hatte den Abend und in dem Flyer stand, werde die beliebteste Person in deinem Viertel, fand ich das ganz aufregend, habe gedacht, das wäre was und habe dann über Nacht im Prinzip mein erstes Fass gekauft. Und aus dem ersten Fass ist dann die Idee entstanden, dass man ja auch tätig werden kann als unabhängiger Abfüller. Und das war so der Startschuss. Eigentlich nicht mal wirklich geplant, aus einer Laune raus. Der nächste Morgen war ganz schrecklich, weil ich überlegt habe, was ist, wenn das Fass nicht schmeckt? Dann hast du 300 Flaschen Whisky, die keiner haben möchte. Wenn ich die alle selber trinken muss, will ich nie wieder neuen Whisky kaufen können. Und der zweite Gedanke war dann, wie ist das mit so einem Fass, was in Schottland liegt? Du siehst es ja nicht. Das heißt, du bekommst ein Zertifikat. Ist das wie mit diesen kleinen afrikanischen Kindern, die mehrere Paten haben? Teile ich mir mit mehreren Paten das Fass? Ja, das war so der Startschuss. Das kam wirklich aus der Laune raus und aber aus Überzeugung. Und dann habe ich aber relativ schnell durch Kontakte mit Schottland mitbekommen, dass das wohl eine ganz solide Sache ist. Und hatte die Idee, dass ich mein Geld halt lieber in Whisky anlege als auf der Deutschen Bank. Denn da kriege ich gleich 2-3%. In Schottland kriege ich 40, 50, 60. Das war irgendwie für mich dann ja der ausschlaggebende Punkt. Und die Angst, dass du auf den Flaschen sitzen bleibst, hast du dann auch nicht mehr haben müssen, weil wir haben nachgeschaut auf Whisky Base. Ich glaube, du bist mit 87 Punkten durchschnittlich bewertet. Das ist was, wo andere sich wünschen, dass sie das einmal als Höchstwertung kriegen. Also die Whiskys sind alle sehr gut angekommen. Du hast sie aber dann wieder nach Schottland verlegen müssen, die Fässer. Die Fässer haben eigentlich immer in Schottland gelegen. Ich habe damals, als ich dann angefangen habe, in Paderborn das Wehrhaus aufzubauen, das war 2009, ein paar Fässer auch schon rübergeholt, weil ich dieses Gefühl, was du in Schottland hast, das heißt, du bist in einem Wehrhaus und du riechst die Fässer, du riechst den Whisky, ist so ein ganz tolles Gefühl und ein ganz tolles Erlebnis. Und das wollte ich den Leuten in Deutschland aber zeigen. Deswegen habe ich ein paar Fässer rübergeholt. Und alle, die zu uns nach Paderborn gekommen sind, haben gesagt, ich mache die Augen zu und bin in Schottland. Und das war einfach so der ausschlaggebende Punkt. Klappt aber nur bis 2011, weil 2011 haben die Schotten das Gesetz geändert. Ab diesem Datum durften keine Fässer mehr ausgeführt werden, sondern nur noch der Scotch in Flaschen. Und das war dann halt leider Ende der Geschichte. Und seitdem liegen also alle Fässer in Schottland. Und ja, das ist halt damals so ergeben. Man will ja nicht indiskret sein, aber was sind denn deiner Meinung nach die schönsten Fässer, die noch bei dir im Warehouse liegen, die noch nicht abgefüllt sind? Alle. Ich hab zu meinen Fässern so eine besondere Bedeutung, die Beziehung. Für mich sind alles meine Babys. Wir haben in Schottland knapp 20.000 Fässer liegen vom Malts of Scotland. Und viele können das nicht verstehen, aber ich weiß wirklich, was wo liegt und welche Fässer wir haben. Und da sind Fässer bei bis vom New Mac bis zu 52 Jahre alt. Wir haben Fässer, die 20, 30, 40 Jahre alt sind. Wir haben Bourbonfässer, Sherryfässer. Wir haben mittlerweile Fässer gesammelt aus über 80 verschiedenen Brennereien, alleine aus Schottland. Und da kann man gar nicht sagen, was die größten Schätze sind, weil es gibt immer so zwei, drei Fässer, die sind besonders. Das ist halt einmal das erste Fass, das war ein Buchladdie aus 2005, was wir gekauft haben. Und jetzt aktuell haben wir eine Abfüllung eines 92er Oldmores. Und viele sagen, Oldmore, warum Oldmore? Das war das erste Fass, was ich im Businessbereich gekauft habe. Das heißt dann über einen Broker und nicht als Fässer für Privatpersonen. Das sind Fässer, die sind für mich immer besonders. Und ja, sonst ist es so, ich finde es spannend, die Fässer zu verkosten, zu probieren. Denn man ist manchmal überrascht, was für Brennereien oder was für Fässer wirklich hervorragend sind, wo man es gar nicht erwartet. Man hat immer die großen Namen im Kopf, McKellen, Beaumont, Laphroaig. Und dann kommt auf einmal, wie gesagt, ein Fass Oldmore um die Ecke. Dann kommt ein Fass Quaggenmore um die Ecke. Und die Sachen sind so hervorragend. Also, das kann man nicht sagen, will ich nicht. Abschließend noch eine Frage zum Malts of Scotland, bevor wir weitergehen.
die Verfügbarkeit von Fässern in Schottland, die läuft immer so ein bisschen in Wellen. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es leicht. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ich glaube, wir sind in einer Umbruchszeit. Als ich angefangen habe, war es so, man konnte bei den Whisky-Brokern Fässer kaufen. Man bekam Listen mit 20, 30, 40 verschiedenen Fässern und konnte sich die aussuchen. Man bekam sogar Proben, wenn man möchte, wenn man mochte. Das hat sich Ende so 2009, 2010 geändert. Da wurden die Listen immer kleiner und man musste im Prinzip die Fässer unprobiert kaufen, weil es weniger auf dem Markt gab. Dann kamen die Jahre 2015, 2016, da war es so, dass einzelne Fässer angeboten wurden, dann aber im Bieterverfahren. Das heißt, ich musste Gebot abgeben und derjenige, der am meisten bietet, bekommt das Fass. Dann kam eine Zeit, da ging es los mit der Zeit, dass das Whisky immer populärer wurde, auch für den asiatischen Markt. Da kamen viele Investoren auf den Markt und es wurde im Prinzip über Investmentbroker verkauft, das heißt Fässer zu überhöhten Preisen. Fässer teilweise, wo die Investoren das Dreifache des Preises des Wertes des Fasses gezahlt haben und alle haben gesagt, wie kann das funktionieren? Und mittlerweile ist es so, dass die ersten Investoren versuchen, die Fässer abzustoßen und ganz erschrocken sind, dass sie ihre Fässer nicht verkaufen können, weil sie die viel zu hoch eingekauft haben. Und im Moment ist es so, aufgrund dieser Situation, die wir haben, dass ganz viel Bewegung auf dem Fassmarkt ist. Fässer sind wieder mehr verfügbar, ja, aber auch zu extrem hohen Preisen. Und wir haben vor, ich glaube, 6 Jahren aufgehört, Whisky bei Brokern zu kaufen, sondern seit 6 Jahren ungefähr kaufen wir fast ausschließlich bei den Brennereien direkt. Ich habe den großen Vorteil, dass ich halt sehr tief in der schottischen Materie stecke, das heißt in Schottland auch. Ich bin relativ wenig in Deutschland auf Messen unterwegs, weil ich halt immer die Ausrede in Schottland hatte und viele Brennereimanager kenne, viele Leute kennengelernt habe, die auf dem Fassmarkt aktiv sind. Und das Glück hatte, 2016 zum Keeper geschlagen zu werden und es hat mir halt viele Türen geöffnet. Und seitdem ist es so, dass ich also wirklich fast ausschließlich bei den Brennereien direkt kaufe und dann auch zu den Preisen, die in Schotten untereinander zahlen, weil ich war. Jetzt weiß ich, dass Prognosen besonders dann schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wo geht denn die Reise hin, deiner Meinung nach, auf dem Fassmarkt? Es wird sich vieles verändern. Es wird sich vieles verändern. Das heißt, ich glaube, dass der Preis nicht mehr wirklich sinken wird. Gerade bei älteren Fässern. Ältere Fässer sind und bleiben rar, weil einfach die Fässer in den Jahren 80, 90er Jahre viel im Blends geflossen sind. Es gibt viele neue Brennereien auch in Schottland, wie überall. Ich glaube, dass es nicht alle Brennereien schaffen werden, weil das einfach zu viele sind. Einige werden verkauft werden, einige werden es durch Qualität natürlich auch schaffen. Ich habe also jetzt ein paar Brennereien gefunden, wo ich wirklich überzeugt bin, auch in den jüngeren. Aber ich glaube, dass die Reise dahin geht, dass die Preise auf diesem Level bleiben werden. Der Fassmarkt wird sich verändern. Es wird wieder interessanter werden, Single Cars in Fassstärke zu bekommen, also wirklich ohne Kühlfiltration, ohne Farbstoffe. Das ist immer noch das Highlight. Und ich glaube, das ist was sich auf Dauer durchsetzen wird. Auch wenn es noch 1, 2, 3, 4, 5 unruhige Jahre werden. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter zu dieser Sache hier. Du bist Felian. Seit 2012 ein nicht mehr ganz so neues Kind von dir. Aber erzähl mal, wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist und was dahinter steckt. Dahinter steckt eigentlich die Geschichte, was ich eben erzählt habe, dass 2011 die Schotten das Gesetz geändert haben. Das heißt, man konnte keine Feste mehr ausführen. Alle, die uns besucht haben in Paderborn oder wie jetzt der Volksmund Whiskyborn, haben sich immer gefreut, wenn man in ein Fasslager kommen konnte. Und da habe ich dann 2011 die Idee gehabt, was ist es, wenn wir versuchen, einen eigenen deutschen Whisky zu brennen? Und zwar so auf schottischem Vorbild. Der Gedanke war schnell da und habe dann überlegt, wir können in Paderborn eine Brennerei errichten, das heißt eine Brennanlage aufbauen. Hatte schon die Angebote für die Brennanlage und habe dann aber gemerkt, dass ja nicht nur die Brennanlage wichtig ist, sondern wirklich auch das Know-how, das heißt, man muss Erfahrung haben. Mit Malt to Scotland bin ich immer schon sehr beschäftigt gewesen und habe auch ein gewisses Alter schon, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht erst 5 oder 10 Jahre irgendwo lernen zu brennen. Und das ist eine Zeit, die braucht man. Und habe dann überlegt, wie gehst du die Sache an? Wir haben immer schon mit der Feinbrennerei Nordhof, das ist bei uns in der Nähe in Lippetal, zusammengearbeitet. Die haben aus unserem schottischen Whisky einen Whisky-Likör gemacht und sind selber als Brenner aktiv schon seit 1783, also schon wirklich sehr, sehr lange. Und ich habe dann mit dem Willem Nordhoff gesprochen und der Willem Nordhoff wollte eigentlich in Rente gehen, hat aber gesagt, Mensch, also bei Whisky bin ich dabei, denn was ich nicht wusste, er war in den 60er Jahren in Schottland und hat das Brennen dort in einer schottischen Brennerei gelernt. So, seine Bedingung war nur,
Er wollte nicht auf unseren Brennblasen brennen, sondern auf seiner Brennblase, weil er sagt, die kenne ich. Und das, was ich dort kenne, was ich dort machen kann, das kann ich mit eurer nicht. Und dann haben wir es ausprobiert 2012 und haben den ersten New Mac gebrannt und haben bis 2013 niemandem davon erzählt, weil wir gesagt haben, wenn es nicht klappt, dann vernichten wir das Zeug und keiner weiß was. Aber nach einem Jahr hat sich schon herausgestellt, dass der Westfalian extremes Potenzial hat. Und durch die Erfahrung, die ich auch natürlich aus Schottland mitgebracht habe, das heißt, ich habe immer schon mit den Küfereien auch zusammengearbeitet in Schottland, kenne viele Küfer, habe viele Leute durch Jim McEwan, Charles McLean, durch Al McMillan, durch Richard Patterson, durch wirklich viele gelernt, dass das ausschlaggebende, dass der Hauptmerkmal ist das Fass. Also ich würde wirklich sagen, dass 51% mindestens erfolgreich sind für einen guten Whisky. Und da habe ich dann überlegt, wir haben einen super Brennmeister, der hat uns wirklich einen tollen Brand gebrannt nach schottischem Vorbild und haben dann das Glück gehabt, dass ich die Idee hatte, schottische Fässer rüberzuholen, das heißt nach der Abfüllung. Und dann hat man den großen Vorteil, man bekommt Fässer, die frisch sind, das heißt nicht ausgelaugt sind, nicht ausgetrocknet sind. Und ich weiß, was das Fass vorher gemacht hat, das heißt, ich habe die Abfüllung ja vorher probiert. Ich weiß ungefähr, was ich erwarten kann. Und gerade die Fässer, die für Finishings benutzt worden sind, haben noch Kraft, haben noch Holzaromen, haben noch Intensität. Und das war so die Idee, dann einen German Spirit über the Touch of Scotland zu erschaffen. Und das ist im Prinzip das Baby Westfalen, das dann entstanden ist. Und lief immer so ein bisschen bei als Stiefkind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja dann alles mindestens Second Refill Casks, die du verwendest. Was ja auch den Vorteil hat, dass der Spirit besser zur Geltung kommt darin. Richtig, genau. Wobei auch Second Refill Fässer können auch extrem aktiv sein, wenn sie halt für Finishings benutzt worden sind. Und wir haben einen riesen Vorteil bei uns in Paderborn. Und zwar haben wir zwei Lagerhäuser. Wir haben ein Lagerhaus, das ist in der Außenseite, das ist nicht ganz dicht, sage ich mal. Das heißt, es ist kühl, es ist feucht. Das heißt, ich habe eine Lagermöglichkeit, dass ich einen weichen, smoothen, langsam gereiften Whisky erzeugen kann. Und wir haben eine große Lagerhalle, das ist extrem warm, weil es sehr trocken ist. Und dort ist es so, der Whisky reift unheimlich schnell. Das heißt, das Wasser verdunstet schneller, wie der Alkohol sinkt. Das teilweise der Alkohol stärkt, wie wir es in Kentucky haben, wie wir es in Indien haben. Und da können wir spielen. Das heißt, ich kann also einem Whisky erstmal wirklich Influence geben durchs Fass. Und ich kann aus dem Fass viel rausholen, was ich bei der feuchten Halle nicht machen kann. Und kann nachher aber in der feuchten Halle umlagern und kann dann wiederum diese Weiche und das Smoothie reinbekommen. Und damit spielen wir so ein bisschen. Und da habe ich einfach Möglichkeiten, mit den Fässern, die ich habe, da vieles zu machen. Und das ist unser Erfolg so ein bisschen. Und was passiert mit den Fässern, wenn sie dann sozusagen die Zweitbelegung gehabt haben? Nimmst du sie nochmal her? Manchmal ja, weil manchmal ist es so, wir brennen natürlich ständig. Und da wollen wir auch Fässer haben, die wir dann wirklich später 10, 15, 20, 25 Jahre haben. Und jeder, der weiß, dass deutscher Whisky so schnell reift, der dreimal ungefähr so schnell reift wie schottischer Whisky, weiß, dass man auch diese Fässer braucht für die alten Whisky später. Weil wenn sie überlagert sind, das heißt zu viel Holzaromen, zu viel Tannine, zu viel Bitterstoffe bekommen, ist es auch nicht das Wahre. Thomas, selten sind 15 Minuten bei einem Interview so vergnüglich und interessant vorbeigegangen. Danke dir für deine Zeit, danke für die Einsichten und viel Erfolg und Spaß noch in Nürnberg. Ganz lieben Dank. Euch auch alles Gute und macht weiter so, ihr macht einen tollen Job.